Peggy 16. Hallo, mein Name ist Marco Zeugner und ich bin der Projektleiter von Lost Horizon. Von der ersten Idee bis zum Verkaufsstart dieses Adventures sind ganze 3 Jahre vergangen. Wie sich im Lauf der Zeit Konzepte, Schauplätze und Charaktere bis zum Endprodukt entwickeln und ein solches Computerspiel entsteht, möchte ich anhand dieses Videos zeigen. Auf unserer Übersicht ist oben links eine Grafik zu sehen, die unser Spielkonzept symbolisieren soll. Das ist so eine Art Drehbuch, in dem alles steht, was für die Entwicklung von Lost Horizon benötigt wird. Eine spannende Geschichte, unterhaltsame Rätsel, interessante Schauplätze und natürlich die Charaktere, die dem Ganzen virtuelles Leben einhauchen sollen. Jedes Abenteuer braucht einen Helden. In Lost Horizon heißt er Fenton Paddock und sah zu Beginn der Produktion noch ziemlich unattraktiv aus. Wir mussten ihm zunächst also ein Gesicht verpassen und vor allen Dingen auch eine passende Ausrüstung. Denn wie soll man die Welt retten, wenn man noch nicht einmal Gegenstände aufsammeln kann? So entstanden am Reißbrett die verschiedenen Charakterentwürfe. Der erste Fenton gefiel uns noch nicht so besonders. Er entsprach ganz und gar nicht unseren Vorstellungen von einem echten Abenteurer. Auch die zweite Version konnte uns nicht überzeugen. Zwar war das Gesicht schon ganz okay und das Outfit mit Armeestiefeln und Lederjacke sah schon so richtig abenteuerlich aus, aber die Haare. Nachdem unsere Grafikkünstler dann aber eine etwas wildere Frisur gezaubert hatten, waren wir uns alle einig, jawohl, so muss ein Held aussehen. Nun konnten wir damit beginnen, das dreidimensionale Modell von Fenton zu entwickeln. Dazu erstellt man mit speziellen 3D-Programmen ein sogenanntes Drahtgittermodell, das sich beliebig formen und verändern lässt. Anschließend muss man das Modell texturieren. Die bis dahin durchsichtige Figur bekommt hierbei quasi Haut, Haare und Klamotten. Jetzt fehlen nur noch realistische Bewegungsabläufe und endlich kann man den Charakter ins Spiel übertragen. Dass sich unser dreidimensionaler Fenton während dieser Erstellungsphasen allerdings etwas zu weit vom gezeichneten Entwurf entfernt hatte, machte eine weitere Überarbeitung des Modells nötig, bis wir schließlich auch damit vollends zufrieden waren. Wie wir gesehen haben, sind eine ganze Menge Arbeitsschritte nötig, um so eine Figur zu entwickeln. Und für Lost Horizon haben wir das bei sage und schreibe 60 Charakteren gemacht, wie man in dieser Übersicht sehr schön erkennen kann. Natürlich unterscheidet sich der Arbeitsaufwand für die Hauptcharaktere von dem für die Nebenrollen. Denn für jeden Schauplatz, den Fenton im Spiel besucht, braucht er im Gegensatz zu den anderen Spielfiguren stets ein passendes Outfit, um gut gerüstet zu sein. Und unterschiedliche Schauplätze gibt es in Lost Horizon viele. Wir beginnen unsere kleine Rundreise im verregneten Hafen von Hongkong. Dann geht's weiter nach Tibet ins verschneite Hochland des Himalaya. Von dort begeben wir uns nach Marokko in die heiße nordafrikanische Wüste. Auf dem Fest der Berber ist ein traditionelles Gewand Pflicht. In Marrakesch darf Fenton dann im bequemen Khaki-Outfit durch den Bazar bummeln. Und auch ein Smoking befindet sich im Koffer unseres Helden, der damit auch in der feinen Berliner Gesellschaft eine gute Figur macht. Anhand dieser Szenen lässt sich vielleicht erahnen, wie umfangreich Lost Horizon ist. Es gibt über 100 detaillierte, liebevoll von Hand gezeichnete Schauplätze, die mit zahlreichen Animationen zum Leben erweckt werden. Das wird auch in dieser Szene im indischen Dschungel deutlich. Hier endet gleichzeitig unsere Rundreise und wir wollen uns mal am Beispiel dieser Szene anschauen, wie all diese Hintergründe eigentlich entstehen. Da im Konzept genau festgehalten wird, was in einer Szene enthalten sein soll, können wir zunächst eine grobe Skizze anfertigen. Sie muss nicht besonders hübsch sein, sondern nur einen ersten Eindruck vom Aufbau der Szene vermitteln. Wie bei den Charakteren übertragen wir nun diese zweidimensionale Skizze mit Hilfe eines 3D-Programms in eine dreidimensionale Szene. Dabei werden Objekte wie eine Statue oder ein Baum noch durch sehr einfache geometrische Formen dargestellt. Aber uns reicht das fürs Einrichten von Kameraperspektive, Beleuchtung und möglichen Laufwegen der Spielfiguren. Dieser Vorgang ist in etwa mit dem Aufbau eines Bühnenbildes im Theater aufgrund von Skizzen des Szenenbilds vergleichbar. Die daraus gewonnenen Daten werden sehr früh ins Spiel übertragen, sodass wir die entsprechende Szene zum ersten Mal testen können. Falls wir Probleme beim Aufbau feststellen, lassen sich diese dann nämlich noch vor der aufwendigen Ausarbeitung der Hintergrundgrafik beheben. Sobald die Szene unter technischen Gesichtspunkten funktioniert, legen unsere Zeichner Hand an die Details, definieren Farb- und Lichtstimmungen sowie Atmosphäre. Obwohl all die Arbeitsschritte mehrere Tage dauern, ist diese Produktionsphase damit noch nicht vorbei, denn leider sieht das alles zwar hübsch, aber auch recht statisch aus.
Im nächsten Schritt versuchen wir also, Leben ins Spiel zu bringen. Dafür greifen wir zunächst zu sehr einfachen Mitteln, an die man auf Anhieb vielleicht gar nicht denkt: Töne und Musik. Wir fügen passende Geräusche und nach Abenteuer klingende Musik hinzu und schon haben wir eine lebendig wirkende Dschungelatmosphäre. Genauso wichtig sind Animationen, die das Bild optisch beleben. Die große Wasserfläche kommt zum Beispiel erst richtig zur Geltung, wenn sie sich sanft bewegt. Und das gilt natürlich auch für weitere Elemente, wie den Wasserfall und den Nebel, der fast unmerklich im Hintergrund vorbeizieht. All das lockert die Szene ungemein auf. Zusätzlich ist es uns möglich, durch eine recht ausgeklügelte Technik in dieses zweidimensionale Bild hineinzuzoomen. Und da unsere Hintergründe viele Details und eine sehr hohe Auflösung haben, wird das Bild dabei auch nicht unscharf. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die natürlich aussehenden Bewegungen unserer Spielfiguren. Nur noch trifft es allerdings nicht ganz, denn die Animationen von Charakteren gehören zu den anspruchsvollsten Aufgaben im grafischen Bereich der Spieleproduktion. Wir wollen am Beispiel des Endkampfes aus Lost Horizon zeigen, welchen Aufwand wir in diesem Bereich betrieben haben. Diese beiden weiblichen Figuren sollen gegeneinander kämpfen. Das rechts ist Kim, die Freundin unseres Helden Fenton Paddock. Und links steht Hannah Gräfin von Hagenhild, eine Wissenschaftlerin in Diensten der Nazis. Damit die Bewegungsabläufe des Kampfes möglichst realistisch aussehen, verwenden wir das sogenannte Motion-Capture-Verfahren. Der Schauplatz des Kampfes befindet sich in einer Art Filmstudio und ist von 32 Hochgeschwindigkeitskameras umgeben, die das Geschehen aus 32 Winkeln filmen. Zwei Kampfsportlerinnen ziehen schwarze Anzüge an, auf denen spezielle Sensoren befestigt sind, die von diesen Spezialkameras erfasst werden können. Hier sehen wir eine weitere von über 60 einzelnen Kampfsequenzen, die die beiden Kämpferinnen im Studio vorgeführt haben. Diese Elemente aus Stock, Schwert oder Faustkampf stellt der Spieler später im Spiel zu völlig unterschiedlichen Choreografien zusammen. Die so gewonnenen, in Echtzeit digitalisierten Bewegungsdaten lassen sich dann auf unsere Spielfiguren übertragen. Nun können auch unsere virtuellen Kontrahentinnen gegeneinander kämpfen. Das sieht im Moment noch etwas unsauber aus. Nach der finalen Überarbeitung in der passenden Umgebung, mit dramatischer Beleuchtung und den typischen Soundeffekten, wirkt der interaktive Endkampf dann aber richtig rund. Das ist die erste Einzelsequenz, die gleich unterbrochen wird. Der Spieler hat nun zwei Möglichkeiten. Er kann Kim nämlich aggressiv oder vorsichtig angreifen lassen. Entscheiden wir uns für die vorsichtige Variante, wird Kim zurückweichen und Hannah gewinnt leicht die Oberhand. Zumindest bis zur nächsten Unterbrechung. Hier habe ich eine zusätzliche Option, nämlich die Flucht. Wohin so eilig, mein Kleines? Und so nimmt dieser Endkampf einen ganz spezifischen Verlauf, den der Spieler aktiv gestaltet. Ich möchte dazu anmerken, dass wir nicht wollten, dass der Spieler in diesem Endkampf scheitern kann. Egal welche Wahl er trifft, er wird am Ende der über 40 verschiedenen Kampfverläufe auf jeden Fall siegreich sein. Aber nicht nur die Wege dorthin unterscheiden sich recht deutlich, es gibt auch verschiedene Endsequenzen. Schauen wir doch mal, wie es ist, wenn wir uns für ganz andere Optionen entscheiden. Aber jetzt ist Schluss mit diesen Spielchen. Sag auf Wiedersehen, Fräulein! Zaijian, Frau Gräfin! Das war also ein weiterer Ausgang des Endkampfes. Damit wären wir auch am Ende dieser Präsentation. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar Eindrücke davon vermitteln, was alles nötig ist, um ein Spiel auf den Bildschirm zu bringen. Ich habe mich dabei zwar sehr stark auf die visuellen Aspekte konzentriert, weil die am interessantesten sind.
Aber sehr wichtig sind natürlich auch Programmierung, Rätseldesign, das Schreiben von Texten und vieles mehr. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.